Okay, mach dich bereit. Das ist vielleicht schwer zu hören. Hier sind 10 harte Wahrheiten, die viele nicht zugeben wollen. Egal wie gebildet oder realistisch du bist, es gibt wahrscheinlich noch immer Dinge, die du einfach nicht glauben willst, obwohl du tief im Inneren weißt, dass sie wahr sind. Nun, es ist höchste Zeit, sich der Realität zu stellen und diese knallharten Fakten zu akzeptieren. Sie scheinen vielleicht schwer zu verdauen sein, aber auf lange Sicht werden sie dein Leben nur erleichtern. Und es wird viel leichter zu schlucken sein als den Brokkoli, den du auch vermeidest. Aber bevor wir anfangen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du keines unserer neuen Videos verpasst. Die meisten unserer Erinnerungen sind falsch. Deine klarsten Erinnerungen sind nicht so wahr, wie du vielleicht denkst, und das liegt darin, dass unser Gehirn uns Streiche spielt. Die Forschung von Dr. Elizabeth Loftus, Professorin für kognitive Psychologie und menschliches Gedächtnis, hat bestätigt, dass unsere Erinnerungen leicht verzerrt werden können. In einer ihrer Studien wurden den Teilnehmern ein Video eines simulierten Unfalls an einer Kreuzung mit einem Stoppschild gezeigt. Die Zuschauer, denen dann suggestive Informationen gegeben wurden, glaubten, dass das Auto in dem Video tatsächlich Vorfahrt hatte und kein Stoppschild überfuhr. Und das war nicht schwer, obwohl die Leute mit ihren eigenen Augen sehen konnten, was geschah. Sie fanden auch heraus, dass das Einprägen völlig falscher Erinnerungen in die Köpfe der Menschen nicht unmöglich ist. In der nächsten Studie wurden 70% der Teilnehmer glauben gemacht, dass sie ein Verbrechen begangen haben, obwohl sie es nicht getan haben. Falsche Erinnerungen. Es stellte sich also heraus, dass wir uns nicht wirklich an ein ganzes Ereignis erinnern, nur an Teile davon. Wir füllen die fehlenden Teile dann mit anderen Erinnerungen oder komplett erfundenen Informationen. Verrückt. Wir sind meistens ein Produkt der Umstände. Sicher, wir sind alle Menschen und gehen durch ähnliche Dinge im Leben. Aber seien wir ehrlich, unsere Ausgangspunkte sind völlig anders. Manche Menschen werden in Armut geboren und verlassen die Schule, um Geld für Essen zu verdienen, während andere in Reichtum und Stabilität geboren werden. Es ist einfach eine logische Annahme, dass das Leben der Privilegierten angenehmer ist als derjenigen, die zu kämpfen haben. Gott sei Dank gibt es die seltenen Ausnahmen von der Regel, die bei nichts geboren werden, sich aber an die Spitze arbeiten. Wo auch immer du herkommst, es bedeutet nicht das Endspiel, sondern es ist entscheidend, wie du deine Karten spielst. Du kannst aus einer wohlhabenden Familie kommen, aber durch deine Verantwortungslosigkeit alles verlieren. Oder du kannst einen ärmeren Hintergrund haben und entschlossen genug sein, um all das zu erreichen, was du dir wünschst. Deine Zukunft liegt in deinen eigenen Händen, also wirf sie nicht weg. Niemand möchte eine Person lieben, die sich selbst nicht liebt. So klischeehaft es klingt, es ist wahr. Du wirst nie die richtige Person finden, bis du lernst, dich selbst zu lieben und zu schätzen. Verschwende deine Zeit nicht damit, auf Prince oder Princess Charming zu warten, der oder die plötzlich in dein Leben kommt, es perfekt macht und dich auf magische Weise zufriedenstellt. Um dies zu erreichen, musst du dich lieben und respektieren. Und das wird von der Wissenschaft unterstützt. Forscher an der Universität von Hertfordshire haben entdeckt, dass Glück eine Gewohnheit ist und je mehr wir es praktizieren, desto besser. Gleiches gilt für die Selbstliebe. Beginne jetzt und auch wenn du zuerst nicht aufrichtig bist, wird das wahre Gefühl nach einiger Zeit kommen. Also hör auf, andere Leute für deine Zufriedenheit verantwortlich zu machen. Sonst befindest du dich immer auf einer emotionalen Achterbahnfahrt. Du fühlst dich gut, wenn jemand an deiner Seite ist und fühlst dich schlecht, wenn du alleine bist. Lerne das Single-Leben zu genießen. Akzeptiere dich selbst, aber sei auch offen für die Liebe. Die Welt schuldet dir nichts. Oh, hart, aber wahr. Wir alle hoffen manchmal, dass eines Tages die perfekten Möglichkeiten an unserer Tür klopfen werden. Aber leider funktioniert das nicht, denn die Welt muss wirklich nichts für dich tun. Selbst wenn du gut aussehender, intelligenter, verantwortungsbewusster Mensch mit einer erstaunlichen Persönlichkeit bist, heißt das nicht, dass das Leben dir jetzt alles auf einem Silbertablett überreichen wird. Jetzt könntest du herumsitzen und dir selbst leid tun, weil du so viel mehr verdienst.
Aber das wird nur in bittere Enttäuschung enden. Deine andere Möglichkeit besteht jedoch darin, einfach weiter auf deine Ziele hinzuarbeiten. Ja, das wird ein harter Kampf. Man nennt es nicht umsonst die Spitze. Und du wirst auf viele Hindernisse treffen. Aber am Ende werden sich deine Bemühungen auszahlen. Also, die Wahl liegt bei dir. Du hast mehr Zeit, als du denkst. Es ist unser Lieblingssatz. Ein Tag bietet einfach nicht genug Zeit. Nun, wenn man darüber nachdenkt, 24 Stunden am Tag ergeben 168 Stunden pro Woche. Aber das könnte sehr davon abhängen, wo du lebst. Albert Einstein hat bewiesen, dass die Zeit nicht konstant ist. Und moderne Wissenschaftler stimmen zu. Dr. James Chin-Wen Chow und seine Kollegen vom US-amerikanischen Nationalen Institut für Standards und Technologie führten ein interessantes Experiment durch und fanden heraus, dass die Zeit wirklich schneller vergeht, je höher du dich befindest. Genau wie Einstein es sagte. Aber auf der obersten Etage eines Hochhauses zu wohnen, ist keine Entschuldigung. Wenn du die Zeit am Tag nicht finden kannst, suchst du wahrscheinlich nicht gut genug. Es ist ganz einfach. Wenn du nicht trainierst oder richtig isst, ist deine Gesundheit nicht deine Priorität. Wenn du deinem Ehepartner nicht im Haushalt hilfst, ist deine Beziehung nicht deine Priorität. Womit du deine Zeit verschwendest, sagt mehr über dich aus als irgendein psychologischer Test. Und je klüger du deine Zeit verwendest, desto erfüllender wird dein Leben sein. Dein Leben wird nie perfekt sein. Unsere verzweifelte Hoffnung, eines Tages das perfekte Leben zu haben, wird heutzutage durch soziale Medien angeheizt. Wir sehen die schönen Leben anderer Menschen, die sich an malerischen Orten befinden. Voll lachender Freunde und lächelnder Selfies im Sonnenschein. Können wir uns alle mal übergeben, bitte? Hier ist der Realitätscheck. Was du auf diesen Fotos nicht siehst, sind die tausende Versuche dieser Leute, um den richtigen Schnappschuss zu bekommen. Die schlaflosen Nächte, Selbstzweifel, Kämpfe mit dem Ehepartner und all die schlechten Tage. Es gibt kein perfektes Leben oder den perfekten Menschen. Wir alle sind Menschen und wir alle erleben harte Zeiten. Du musst nur lernen, dies zu überwinden und trotz deiner Probleme weiterzumachen. Und strebe nicht danach, wie andere Leute zu sein, die du online siehst. Strebe danach, eine bessere Version von dir selbst zu sein und arbeite daran. Niemand ist wirklich zu beschäftigt, sie interessieren sich nur einfach nicht für dich. Dein Partner ist zu beschäftigt, um auf deine 15. SMS zu antworten. Dein Freund muss wichtige Besorgungen erledigen. Diese Dame aus dem Vorstellungsgespräch wird dich zurückrufen, sobald sie Zeit hat. Und so weiter. Wir alle haben es schon einmal gehört. Und die kalte Wahrheit ist, dass sie nicht zu beschäftigt sind, sondern einfach nicht mit dir reden wollen. Und nimm das nicht persönlich. Wie oft hast du jemandem gesagt, dass du zu beschäftigt bist, um zu reden oder abzuhängen, wenn du dich in Wahrheit auf der Couch ausgestreckt und Netflix geschaut hast? Genau. Je früher du aufhörst, dich um Menschen zu sorgen, die sich nicht um dich kümmern, desto besser. Wenn dich jemand ständig abwimmelt, dann verschwende deine Zeit nicht damit, in Kontakt zu bleiben. Wenn sie dich in ihrem Leben haben wollen, werden sie sich mehr bemühen. Du kannst nicht für jeden perfekt sein. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, die wir einfach nicht mögen. Manchmal Dutzende. Es gibt vielleicht keinen bestimmten Grund, aber sie passen einfach nicht zu uns. Das ist alles. Nun, es ist allzu leicht zu vergessen, dass wir genau diese Person für andere sein können. Denk darüber nach. Es gibt über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Glaubst du wirklich, dass es möglich ist, von allen gemocht zu werden? Es ist egal, wie nett, großzügig oder edel du bist. Es gibt Menschen, die dich einfach nicht mögen, selbst wenn du ihnen nie einen Grund gegeben hast. Basiere dein Selbstwertgefühl also niemals auf der Meinung anderer. Du bist großartig, so wie du bist, und du musst niemandem etwas beweisen. Dein Leben ist nicht fair. Egal an welchem Punkt du dich gerade befindest, du musst erkennen, dass es nicht immer heiterer Sonnenschein und Rosen sein wird. Das Leben besteht aus verschiedenen Phasen und nicht alle davon sind glücklich. Die Leute werden deine harte Arbeit nicht immer zu schätzen wissen. Du wirst von nahestehenden Personen betrogen, du wirst Verluste erleben. Sei einfach auf alles vorbereitet.
Das bedeutet nicht, dass dein Leben vorbei ist. Es ist nur eine schwierige Phase, die du überwinden musst, um eine stärkere und bessere Person zu werden, die Erfahrungen gesammelt und eine wertvolle Lektion gelernt hat. Dadurch kannst du als Mensch wachsen. Die Person, die dich am ehesten umbringt, bist du selbst. Der Nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs hat einen Gefahrenatlas zusammengestellt. Klingt richtig cool, ich weiß. Und das ist es auch. Demnach sind die häufigsten Todesursachen Herzkrankheiten, Krebs und Atemwegserkrankungen. Gleichzeitig sind ein hoher Blutdruck, Rauchen und ein hoher Cholesterinspiegel die häufigsten Risiken, die zum Tod führen. Und was bedeutet das für uns? Nun, unsere Angst, bei einem Autounfall zu sterben oder ermordet zu werden, ist etwas fehl am Platz. Unsere größte Bedrohung sind unsere schlechten Angewohnheiten, sitzender Lebensstil und schlechte Ernährung. Schau dir dein Leben etwas genauer an und stell dir eine Frage. Sind all meine Gewohnheiten und Handlungen gut für mich? Wenn nicht, dann streiche die ungesunden. Du brauchst diese definitiv nicht. Und was ist mit dir? Was war die härteste Wahrheit, die du jemals zugeben musstest? Sag es mir in den Kommentaren. Vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.